Ja, hi und willkommen bei RTP Autoteile. Heute tauschen wir an diesem 4er Golf GTI 1.8er T-Motor eine Zündspule. Das Ganze machen wir, da der Motor etwas unruhig läuft. Man merkt richtig, dass ein Zylinder fehlt. Und ich habe das Fahrzeug ja schon mal ausgelesen und siehe da, wir haben den Fehlercode P3003, Zündaussetzer an Zylinder 3. Die üblichen Verdächtigen dabei sind Zündspule, Zündkerzen sowie Einspritzventile. Ein wichtiger Indikator dafür sind die Zündkerzen. Diese sollten einmal entfernt werden, dann kann man sich das Brennbild anschauen und anhand dessen kann man dann bestimmen, in welche Richtung man den Fehler suchen muss. Hier in meinem Fall war die Zündkerze ziemlich nass, das heißt Sprit ist da. Das heißt, entweder ist die Zündkerze selber defekt oder die Zündspule. Wenn ihr dieses Bild habt, ist es auch ganz einfach herauszufinden, was es ist. Natürlich, wenn die Zündkerze schon sehr alt ausschaut, kann man diese auf jeden Fall mittauschen. Jedoch, wenn man die Zündspulen einfach untereinander tauscht, wir haben ja das Problem an Zylinder 3 ausgelesen. Und wenn wir dann Zylinder 3 mit Zylinder 4 zum Beispiel einfach mal tauschen, sollte der Fehler mitwandern, wenn es die Zündspule ist. Falls die Zündspule in Ordnung ist, wird der Fehler nicht mitwandern. Dann ist es einzig und allein wahrscheinlich die Zündkerze und dementsprechend kann man dann reagieren. Ihr seht, ein Diagnosegerät ist hier auf jeden Fall von Vorteil. Man muss hier nicht das teuerste nehmen. Es gibt auch einfache, günstige Adapter, die man mit dem Fahrzeug verbinden kann, das Ganze mit der Handy-App dann steuern kann. Die können meist dann auch nur ins Motorsteuergerät zugreifen. Jedoch reicht uns dieser Zugriff hier, denn hier haben wir das einzige Problem, dass irgendwas mit dem Motor nicht stimmt. Das heißt, das Motorsteuergerät ist das einzige Steuergerät, auf was wir raufgreifen müssen. Und diese Adapter können das in der Regel ohne Probleme. Das heißt für uns, als erst einmal hier die Motorabdeckung entfernen. Wir haben hier mehrere kleine Plastikklipse. Die kann man mit einem Kreuz- oder Schlitzschraubendreher ganz einfach lösen. Und dann kann man die Motorabdeckung ganz einfach entfernen. Und hier kommen schon unsere Zündspulen einmal zum Vorschein. Zylinder 1, 2, 3 und 4. Wir müssen hier den dritten gleich tauschen. Das heißt hier, dieser Kasten muss einmal entfernt werden, dass wir hier an die dritte Zündspule rankommen. Jetzt entfernen wir als erstes mal hier diesen Kasten, dafür diese 10er Schraube einmal öffnen. So, dann können wir hier diesen Kasten einfach hochziehen, nach vorne heraus. Der ist hier einfach nur eingeklipst. In den meisten Fällen hält dieser Clips auch schon gar nicht mehr gut. Und dann können wir ihn uns hier einmal zur Seite legen. Dann haben wir hier einmal ja noch den Halter, der muss auch losgeschraubt werden. Das heißt, auch die Schrauben der vierten Zündspule müssen gelöst werden, damit wir diesen wegkippen können. Denn hier die zweite Schraube der Zündspule von Zylinder 3, die wir tauschen wollen, ist dieser Halter mit angeschraubt. Darum müssen wir diesen einmal rundherum lösen. So, und schon ist der lose. Der kann erstmal zur Seite, dann fehlt noch die zweite Schraube der Zündspule von Zylinder 3. Die Zylinder 4, die Zündspule ist jetzt schon locker und die drehen wir noch raus. Und dann können wir hier hinten einmal die Steckverbindung der Zündspule lösen. Die ist einfach nur aufgeklipst, das heißt diesen Clips etwas runterdrücken, Vorsicht, Plastik bricht gerne ab. Und dann können wir das Ganze hier abziehen und die Zündspule einmal herausziehen. Und schon haben wir die alte Zündspule ganz einfach ausgebaut. Diese kann jetzt weg und gegen eine neue ersetzt werden. Bei der neuen kann ich euch nur dazu raten, auf jeden Fall auf Magenqualität zu setzen. Ich habe mir hier eine Magneti Marelli besorgt. Da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen und die bauen wir jetzt ein. Das geht genauso in umgekehrter Reihenfolge. Vorher müsst ihr natürlich einmal die Zündkerze herausdrehen, gut reinigen. Das sollte auf jeden Fall erledigt werden, diese Arbeit. Wenn die Zündkerzen schon einige Kilometer drauf haben, gerade alle vier neu, dann seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann die neue Spule einfach einstecken. Steckverbindung drauf. Darauf achten, dass sie wirklich zu ist. Und dann einfach hier mit der ersten Schraube schon mal sichern. Und hier auf jeden Fall daran denken, dass der Halter mit befestigt werden muss von Zylinder 4. Diesen setzen wir jetzt wieder hier an und schrauben ihn hier mit fest. Und dann auch hier wieder die Box ran. Mit der Schraube sichern. Zu guter Letzt hier die Motorabdeckung noch rauf. Und jetzt bleibt nur noch eins, und zwar der finale Test,
ob der Motor wieder läuft. Vorher natürlich einmal den Fehlerspeicher auslesen und löschen und dann schauen wir mal, ob das Teil wieder läuft. Ja, das sieht doch gut aus. Der Motor läuft wieder schön rund, schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Sage ciao, euer Dennis von Schrauber TV.